Hallo Leute, Takeo hier. Der heutige Vlog könnte etwas länger dauern. Ich habe vier Themen, die ich gerne mit euch besprechen würde. Das erste wäre so ein etwas organisatorisches YouTube-Problem, das ich gerne ansprechen und lösen möchte. Als zweites kommen wir dann zum zweiten Heart of Thorns Beta Weekend Event, wie es mir so gefallen hat. Meine Eindrücke, auch ein paar Sachen zu den drei neuen Elite-Spezialisierungen, die wir austesten durften. Das wäre der Herold, der Berserker und der Draufgänger. Als dritten Punkt würde ich dann Raids und Schlachtzüge besprechen, wie wir uns darauf vorbereiten können, ob die Belohnungen passen und wie das so wird. Und als letztes natürlich das Free-to-Play-Modell jetzt vom Kernspiel Guild Wars 2. Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Ein bisschen so meine Meinungen dazu. Das Problem, das ich ansprechen möchte, ist, dass sehr häufig meine Videos etwas verzögert rauskommen. Das heißt, zum Beta-Weekend-Event Nummer 1 kam ja der Sturmbote schon fast zu dem Zeitpunkt, als das Zweier gestartet ist. Und das persönlich gefällt mir nicht so gut. Klar, ich habe ja nur meine Freizeit, die ich zum Guild Wars 2 spielen und zum Video machen hernehmen kann. Und das kostet alles viel Zeit. Gerade wenn man immer älter wird, hat man auch viel mehr Sachen zu erledigen in seiner Freizeit. Das ist natürlich blöd. Deswegen habe ich bis jetzt ja immer so nach meinem Gusto gemacht und diesen 4-Tages-Upload-Plan gehalten, der auch ganz gut war für mich, fand ich, aber so zeitkritische Sachen, die jetzt gerade aktuell zu irgendwelchen besonderen Events oder so sind, da versuche ich jetzt in Zukunft Videos schneller rauszuhauen. Kann sein, dass ich dann sehr schnell Videos mache und dann eine kleine, ja, Durststrecke entsteht bis zum nächsten Video, aber ich denke, das ist natürlich interessanter, wenn halt die Videos, die aktuell sind, halt auch aktuell kommen. Und das persönlich war halt immer so eine Sache. Versuche ich natürlich zu verbessern, kann ich leider nicht versprechen, aber ich denke mal, ich werde mich anstrengen, dass ich das so hinkriege. Des Weiteren habe ich auch einen Twitter-Account eingerichtet. Ein paar von euch haben es schon mitbekommen. Links dazu findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mir folgen. Und über den Twitter-Account werde ich dann immer die heißesten Infos so schnell wie möglich raushauen. Das heißt, immer wenn ich an irgendwelche Informationen komme, werde ich sie über Twitter an euch weiterleiten können. Wenn ihr schon davor irgendwie up-to-date seid, ist das natürlich auch gut. Aber halt so Sachen wie das Release-Date am 23. Oktober von Heart of Thorns, There are no brakes on the hype train, sowas bekommt ihr dann über Twitter. Ich habe es ja sonst geregelt, wie ihr es vielleicht gesehen habt, mit diesem kleinen Video, wo ich einfach nur das Bild mit ein bisschen Heart of Thorns Musik rausgehauen habe. Und sowas kann ich dann leichter natürlich über Twitter realisieren sozusagen. Und ich denke mal, da werdet ihr dann wahrscheinlich auch zufrieden sein. Und ich kann auch hin und wieder noch ein paar persönliche Sachen posten über meine anderen nerdigen Hobbys wie Magic und Pokémon und sowas. Also ich denke, das wird ziemlich lustig. Einfach mal mir folgen und dann bekommt ihr da immer die heißesten News. Unter anderem, dass auch gerade, falls ihr mal in den Handelsposten nach Briefboten sucht, der Papagei und der Rabenbriefbote für ein paar Silber zu kaufen sind, falls ihr mal eure Briefboten ändern möchtet. Also sowas zum Beispiel werde ich dann auch einfach per Twitter raushauen und dann bekommt ihr die Neuigkeiten einfach zu. Das heißt nochmal zusammenfassend, zeitkritische Videos werde ich so schnell und so aktuell wie möglich raushauen und die heißesten Informationen zu allen möglichen Sachen werdet ihr dann per Twitter von mir bekommen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie die Videos hier vernachlässige, hier werden auch noch genügend Informationen preisgegeben, aber schnell und effektiv kann ich es dann einfach über Twitter tun. Dann kommen wir zum zweiten Teil, dem Heart of Thorns Beta Weekend Event Nummer 2. Wir haben ein bisschen was Neues zur grünen Schwelle gesehen. Die Locations sahen sehr, sehr cool aus. Die Tagesevents waren abwechslungsreich und haben Spaß gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. In der Nacht, na gut, war es immer noch tote Hose, so wie beim allerersten Testwochenende, wo ich mal spielen durfte. Aber ArenaNet hat schon gesagt, das war jetzt auch nur der Fokus auf die Tagesevents und nachts möchten sie das Ganze auch noch optimieren. Weil wenn das so sein sollte im richtigen Spiel, wie es jetzt gerade ist, dann werden keine Leute irgendwie die Nachts-Events machen, sondern nur noch grüne Schwelle am Tag irgendwie suchen und dann da versuchen, die Events immer zu machen, weil in der Nacht macht es einfach keinen Spaß. Die drei Elite-Spezialisierungen hingegen waren wieder richtig, richtig cool. Der Herold, die Elite-Spezialisierung vom Wiedergänger, hat mir sogar so gut gefallen, dass er sich gerade mit dem Schnitter um meinen Lieblings-Elite-Spezialisierungsplatz streitet. Berserker war natürlich auch sehr, sehr cool, aber war dann auch so mehr oder weniger die PvP-Elite-Spezialisierung, wie ich es mir schon so vorgestellt habe. Und der Draufgänger auch richtig, richtig cool mit seinen drei Dodges. Ich hatte sogar Zeit, Guild Wars 2 zu spielen. Ich war nämlich die letzten Wochen ein bisschen so in Deutschland unterwegs. Aber, wie gesagt, konnte Guild Wars 2 spielen, konnte sogar Videos machen. Deswegen wird auch in den nächsten Tagen so Schlag auf Schlag wahrscheinlich die Videos zu den Elite-Spezialisierungen hochkommen, sodass ich schon mal, wie ich es im ersten Punkt gerade angesprochen habe, sehr schnell aktuelle Sachen rausbringen kann. Wobei das auch schon wieder eine Woche her ist. Also in Zukunft wird es dann ein bisschen aktueller. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie das Ganze so gerade läuft. Ich denke mal, es werden noch so
Vielleicht, also ein Beta-Weekend-Event kommt ja auf jeden Fall noch, eventuell vielleicht noch so ein Stresstest kurz vor Release, weil wir müssen ja noch die Elite-Spezialisierung vom Waldläufer und vom Ingenieur testen und dann halt noch vielleicht die ein oder anderen Events oder Features wie Gildenhallen. Wer weiß, wie Arena Net sich das Ganze vorgestellt hat. Auf jeden Fall ein bisschen was werden wir schon noch testen können, darauf freue ich mich und einfach bis jetzt bin ich rundum zufrieden und die Kohle sozusagen für den Hype-Train-Zug, die ist ordentlich am Scheffeln und ich denke mal, das wird schon ziemlich, ziemlich cool. Gerade auch jetzt zum dritten Punkt, Schlachtzüge, also Raids in Heart of Thorns, 10-Mann-Dungeons sozusagen, die richtig knackig sein sollen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Denn wenn wir mal ehrlich sind, bis jetzt sind die Dungeons ein bisschen stumpf, man geht einfach in Full Circle hier rein und klopft die Bosse um. Ist natürlich sehr effizient, man kriegt sein Gold, man kriegt die Dungeon-Tokens, aber ich hoffe mir einfach, dass man mit den Raids und so, wie wir es vom Trailer gesehen haben, dann halt auch wirklich mal unterschiedliche Builds spielen muss und unterschiedliche Skills einsetzen muss und nicht nur so das ganze Meta-Zeug. Klar wird es irgendwie natürlich das geben, was am effektivsten ist und das wird dann halt wieder Meta werden, aber man wird wahrscheinlich mehr testen können und auch einfach die Vielfalt haben, dass nicht alle im Berserker rumrennen. Auf die Raids vorbereiten können wir uns auch in der ersten Woche, wenn Heart of Thorns rauskommt, denn erst nach einer Woche wird der erste Raid-Bereich von insgesamt 3 freigeschalten. Und das heißt Masteries farmen in der grünen Schwelle und im Herzen von Maguma, denn wie wir es vom Trailer gesehen haben, wir müssen schon mal den Gleiter einsetzen auf jeden Fall und wahrscheinlich die einen oder anderen werden auch noch wichtig, das heißt da, wenn das Spiel rauskommt, also die Erweiterung, dann erstmal Masteries farmen ohne Ende, seinen Charakter damit sehr, sehr weit ausbauen. Und dann wird man ready sein für die Raids und für die Belohnungen, die damit einhergehen. Und man hat die Chance auf legendäre Precursor-Rüstungsteile. Und da könnte man spekulieren. Ich denke nicht, dass sie so machen werden, dass man das Legendary Precursor-Teil bekommt und daraus dann ein ganzes Legendary-Rüstungsset bauen kann. Das denke ich nicht. Das wäre einfach nicht so die ArenaNet-Way. Die wollen es wahrscheinlich richtig schwer mit Langzeitmotivation. Das heißt wahrscheinlich, dass wir jedes einzelne von den 6 Teilen craften müssen. Wahrscheinlich ziemlich aufwendig mit einem Haufen an T6-Mats, einem Haufen Ektoplasma-Kugeln. Ich habe schon einen Kollegen, der hat von allen 1500 auf der Bank. Der könnte sich halt wirklich die 6 Teile craften, wenn sie das dann irgendwie so machen würden. Wobei ich aber denke, dass sie es ein bisschen verändern werden, weil stellt euch mal vor, 6-mal die Gabe der Erkundung für eine legendäre Rüstung ist vielleicht ein bisschen zu aufwendig. Ich denke, da werden dann neue Materialien ins Spiel kommen, vielleicht Klumpen mit dunkler Materie, beziehungsweise Batzen mit dunkler Materie, so heißen sie jetzt gerade. Die werden wahrscheinlich benötigt. Oder aber auch Sachen, die wir mit aufgestiegenen Wiederverwertungskits aus den aufgestiegenen Ringen oder ähnlichen Sachen ausbauen können. Sowas wird dann wahrscheinlich benötigt, um die legendäre Rüstung herzustellen. Also spart mal das Ganze, falls ihr Ringe bekommt aus den Fraktalen und exotische Items, die ihr auseinandernehmen könnt für diese Items. Könnte durchaus sein, dass wir diese brauchen und dann ein paar Sachen verändert werden beim legendären Rüstungscrafting. Und der vierte Punkt, das Free-to-Play-Modell. Es ist eine sehr, sehr gute Idee, meiner Meinung nach, was ArenaNet da gemacht hat. Klar, wir alten Hasen, wir haben halt den Vorteil, dass wir schon 3 Jahre in den Genuss gekommen sind von Guild Wars 2, aber jetzt können viele neue Leute das Spiel auch entdecken. Ich habe ein paar Kollegen, die auch angefangen haben. Und wenn sie das Ganze gut finden, dann können sie mit Heart of Thorns einfach das Addon holen und dann wird ihr Account aufgewertet und die ganzen Einschränkungen gehen verloren. Und die Einschränkungen sind jetzt nicht wirklich schlimm. Na gut, 2 Charakterplätze zum Testen ist noch ganz okay. Die Chat-Einschränkungen sind das Einzige, was ich meiner Meinung nach nicht so ganz verstehe, weil mein Gott, lass die doch einfach mit uns allen chatten, das ist doch völlig in Ordnung. Aber sonst gibt es auch viel, viel schlimmere MMO-Free-to-Play-Modelle, wo man dann wirklich doch indirekt gezwungen ist, echt Geld auszugeben. Das ist ja hier bei Guild Wars 2 nicht der Fall. Und ich finde das ziemlich gut, so können halt wirklich viele, viele neue Leute das Spiel mal antesten. Es kommt ein frischer Wind rein und wahrscheinlich halt dann auch genug Leute für Heart of Thorns. Und das wäre dann schon der lange Vlog, vielleicht war es auch gar nicht so lang, ich weiß es gar nicht, die Zeit vergeht, wenn ich hier vor mich hin blubble. Ich hoffe, es war interessant, einigermaßen informativ, dann habt ihr nochmal so ein bisschen was von meiner Meinung bekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also, macht's gut, Leute, bis dann, ciao.